Ja, herzlich willkommen zum Einheitenfokus Sturmtruppen und gleichzeitigen Unboxing der Truppe. Wir wollen jetzt mal schauen, was können die und was kann diese Extra-Truppe anders als das, was in der Grundbox ist? Ist es überhaupt was anderes? Weil in der Grundbox haben wir auch zwei Sturmtruppeneinheiten. Gucken wir uns das doch einfach mal an. Die Box so aus dem Laden, ich habe sie bei Fantasywelt gekauft, 26 Euro. Genau. Damit spielen wir in einem Preissegment aller GW mit. Ne? Also gehobenes Tabletop-Preissegment, würde ich sagen. Genau. Gucken können wir gleich nochmal was zu sagen, wenn wir die Figuren auch sehen, aus wie vielen Teilen die bestehen und was da so. Dann gucken wir uns das mal an. Wir sehen 7 Plastikminiaturen. Vielleicht kann man da direkt schon mal was zu sagen. So ein Trupp hat ja 4 Modelle, also den Anführer und 3 normale Truppler, erstmal standardgemäß. Dann gibt es ja diese Upgrade-Karten, ich kann einen 5. Truppler reinnehmen und eine schwere bzw. Sonderwaffe reinnehmen. Das heißt, ich habe wirklich, wenn ich mir dieses Paket hier kaufe, einen Trupp mit allen Optionen, die es gibt. Ich kann ihn mir bauen, wie ich möchte. Genau. Genau, und gucken wir jetzt erstmal rein. Wir haben hier kein Plastik-Inlay, also wenig Schmutz. Und jetzt kommen wir zu einer richtig coolen Sache, meiner Meinung nach. Denn, also erstmal, das hier sind die Blister mit den Figuren. Müssten 7 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 Anleitungen. Kommen wir zu, was das wohl soll. Dann haben wir die Bases. Dann haben wir hier die Pappmarker mit den Karten, Truppen und allem. Und nochmal Karten. Warum 2 Anleitungen und 2 mal Kartensätze? Ja, das Schöne hier war, es wurde immer in Deutsch und Englisch produziert, wie man auch sieht. Das heißt, man hat hier einmal. Soll ich machen das mit der Anleitung? Einmal die deutsche Anleitung. Genau, Sturmtruppen, wie bei uns sieht es aus. Und dann halt noch einmal die englische Anleitung. Genau, Anleitung ist jetzt nicht so das geil. Das ist egal, aber das Geile ist, ich habe die Ausrüstungskarten und alles nochmal auf Deutsch und Englisch. Ist halt für die Leute, es gibt ja leider immer mal Übersetzungsfehler. Einige Sachen sind im Englischen klarer oder auch, falls man mal auf internationalen Turnieren spielt, hat man eigentlich immer die englischen Karten dabei. Oder wie siehst du das? Ja, und da gibt es ja in diesen Boxen, da kommen wir gleich zu, gibt es ja auch 2 Karten, die in dem Grundset nicht dabei sind. Genau. Und jetzt habe ich die nicht nur einmal pro Box, sondern gleich 2-mal. Das finde ich auch ein mega Vorteil. Aber kommen wir erstmal zu, gucken wir uns erstmal die Figuren hier an. Nehmen wir mal so eine Figur aus der Verpackung. Snapfit. Ne? Also ich habe eine Figur, die einfach zusammengesteckt wird. Ist auch 1:1 dieselbe Figur wie aus dem Grundset. Alle Figuren sind komplett 1:1 die Figuren aus dem Grundset. Kann man jetzt nicht viel zu sagen. Also eigentlich kann man schon was zu sagen, können wir aber machen, haben wir noch nicht. Das ist Plastik. Du hast deine mit Plastikkleber gekriegt. Nein, das oder? Ist kein Plastik. Das ist, ich weiß jetzt nicht, wie das Material genau funktioniert. Heißt. Hier steht Plastikminiaturen. Also und ich glaube entweder... Plastikkleber funktioniert bei diesen Figuren nicht. Sicher? Ich glaube, es gibt so ein Boxing-Video von der Spielebude oder so und da klebt er die ganzen Dinge mit. Aber ich habe es ja auch mit Sekundenkleber. Ich ebenfalls und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das schon mal irgendwo geklärt worden ist. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht ein englisches Video war oder auch in irgendeinem mit Plastikkleber wird das sehr schwer, die zusammenzukleben. Dass da so ein bisschen Resin noch mit drin ist. Genau. Ist weicher, ich, ne? Ich glaube sogar in dem... in dem großen Regelheft, was in der Grundbox 2 liegt, steht sogar, dass kein Plastikkleber benutzt werden sollte, sondern Sekundenkleber. Ja, okay. Genau, in der Anleitung steht drin, wir empfehlen Plastikkleber, Sekundenkleber, ne? Genau, weil Plastikkleber wird nicht funktionieren. Also ich glaube nicht, aber dann, das ist wichtig zu wissen, Sekundenkleber nehmen. Die Figuren sind weich. Wie ist der Detailgrad? Wie findest du den? Ich finde ihn soweit ganz gut. Sind natürlich auch wieder viel besser als die Imperial Assault Figuren. Imperial Assault ist halt aber auch ein Brettspiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber dafür, dass es doch schon eher gehobener Preisstandard bei Tabletops ist, hätte man da vielleicht doch noch andere Posen oder sowas nehmen können als im Grundset oder halt kein Snapfit, sodass man die vielleicht ein bisschen anders zusammenbauen könnte. Ansonsten finde ich diese Expansion auch okay. Vor allen Dingen, da noch die doppelten Karten drin waren. Genau, ich packe mal so ein bisschen meine angemalten, um sich mal anzuschauen, wie sie denn angemalt aussehen, so ein Truppler-Trupp. Das sind genau wirklich 1:1 die Figuren, ne? Genau. Also da gibt es keinen Unterschied.
Der Commander ist derselbe, die normalen Stormtrooper sind dieselben Posen. Ich bin nur 2, 4, 6, irgendwo muss hier noch ein 7. sein. Kann sein, dass ich jetzt irgendwie einen Doppelten dabei habe. Ich glaube, die jetzt gerade. Ne? Ja, also das egal. Ist auf jeden Fall 7 Stück, so vom Prinzip her sehen sie dann aus. Ja, also wenn man sie halt, man kann da schon Details und so rausarbeiten. Ja. Genau, also sehen auf jeden Fall top aus. Genau, also kommen wir doch mal zu dem besonderen Inhalt da. Beziehungsweise wir machen das so wie immer. Wir nehmen uns die deutschen Karten. Genau, und ich würde sagen, ich zoome mal ein bisschen ran, dass wir das so machen können, wie wir das gewohnt sind. Wir gucken uns erstmal die Einheitenkarte hier an. Sturmtruppen, das Rückgrat der Imperialen Armee. Wir haben 44 Punkte. Vergleichen wir das mal mit Vader, 200 Punkte. Also das heißt, ich kriege 4 Truppler-Einheiten für einen Vader. 44 Punkte ist wahrscheinlich die günstigste Einheit, die das Imperium aufstellen kann. Die oder? Das Imperium aufstellen kann. Genau. Was kriegen wir denn dafür? Wir kriegen eine Einheit mit einem Lebenspunkt, genau. Moral 1. Mega stark. Wir kriegen einen roten Verteidigungswürfel. Das sind 50% des Schadens absorbieren die. Das ist sehr viel. Wir kriegen einen Blaster, E11 Blastergewehr, was eine Reichweite von 1 bis 3 hat und einen weißen Würfel hat. Das ist der schlechteste Angriffswürfel, den es gibt. Der schlechteste, den es gibt. Genau, aber man kennt ja, ne, die Anekdote, wo ist der sicherste Platz im Universum? Ja, vor dem Rohr eines Stormtroopers, aber genau. Hier sind sie doch etwas besser, vor allen Dingen, weil sie auch noch ein Machtsymbol in einen Treffer umwandeln können. Das heißt, auf dem weißen Würfel haben sie tatsächlich mit dem Crit-Symbol und dem normalen Treffer sogar eine 3/8-Chance zu treffen. Genau, fast 50-50, ne? Also 3/8 ist schon... Genau, und aber unbewaffnet sind sie sogar noch stärker, ne? Ja, da haben sie schwarzen, haben einen also, schwarzen Würfel auf genau, einmal. Genau, mit Händen kämpfen sie besser als mit dem Blaster. Ja. Ich denke, sie werden einfach versuchen, den Gegner zu erwürgen. Genau, sowieso. 2 Bewegung ja. Ist Standard-Menschen-Geschwindigkeit. Genau. Ne? Es gibt nur irgendwie Vader, der langsamer. Genau. Ja, würde ich sagen, was können sie denn in Ausrüstung haben? Was ist das? Sie können... Vielleicht gehen wir vorher nochmal auf ihre... Ich meine jetzt hier, was für einen Slot haben die? Also sie haben einen Slot für den schwere Waffe. Für den extra Stormtrooper, sodass sie auf insgesamt 6 Modelle kommen können. Mhm. Wenn man eine schwere Waffe kauft, da ist immer ein Trooper mit dabei in den Punktkosten. Dann haben sie einen Ausrüstungsslot, haben wir bei Luke schon gesehen, und einen neuen Slot, den wir noch nicht gesehen haben, das ist für Granaten. Das heißt, die können auch Granaten bekommen. Mhm. Okay. Genau, da kommen wir nachher zu Granaten, die wir haben und die wir anwenden können. Genau, kommen wir mal zu, was für Ausrüstungsoptionen gibt es denn für die? Oder gehst du noch irgendwie? Ja, präzise. Ich würde genau auf die Sonderregel vielleicht nochmal drauf gehen. Die haben die Sonderregel präzise. Das heißt, wenn die gezielt haben, niemand ist so präzise wie ein Stormtrooper im Schießen, genau. Können sie nicht 2 Würfel rerollen, sondern dürfen einen extra. Das heißt, 3 Würfel dürfen die rerollen. Mhm. Ja, das ist gut. Gerade wenn man mit weißen Würfel würfelt, kommt das nämlich relativ häufig vor. Gut. Dann kommen wir aber zur Ausrüstungsoption, genau. Die sie haben. Jetzt kommen wir erstmal zu den Ausrüstungsoptionen, die wir aus dem Grundset auch kennen. Das ist einmal, und die sind auch alle, die ich jetzt sage, auch in diesem Expansion-Paket dabei. Ne? Genau. So, das bedeutet, sie können einfach für 11 Punkte, glaube ich, ja, einen zusätzlichen Sturmtruppler. Macht doch Sinn. 4 kosten 44, einer extra kostet 11 Punkte. Was sollen wir da groß zu sagen? Wir haben eine Miniatur mehr. Genau, ein Schuss, ein Lebenspunkt, eine Miniatur mehr. Genau. Sehe ich nicht häufig bei Imperialen. Warum nicht? Warum sehe ich bei Rebellen meist volle Truppen? Also da gibt es ja auch Truppler, da sehe ich immer. Und warum? Was heißt, du siehst das nicht häufig? Also es gibt schon Listen, wo du es relativ häufig siehst. Bei mir siehst du es nicht so häufig. Ja, aber auch die anderen Videos, wo man das mal schaut, haben ja häufig den Sturm. Also es ist halt für 11 Punkte ein Lebenspunkt, ein weißer Würfel. Bei Imperium ist für mich persönlich das große Manko, dass alles teurer ist als bei den Rebellen. Deswegen guckt man schon, wie man die Punkte irgendwie zusammenbekommt, dass man doch noch viel mitbekommt und auch effektive Einheiten mitbekommt. Mhm. Ja. Aber so ist einfach ein Trupp, kann man machen. Kann man machen, muss man nicht machen. Sehen. Das ist Geschmackssache. Es gibt bestimmt auch viele Listen, wo der extra Stormtrooper und dann auch noch die schwere Waffe, sodass man auf die vollen 6 Modelle kommt. Mhm. Genau, kommen wir doch direkt mal zu einem schwere Waffentruppler. Das ist der DLT-19 Sturmtruppler.
Reichweite 1 bis 4 ist eine Reichweite mehr als die Standardwaffe bei denen. Ne? Die hat ja normalerweise 3, hier hat er 4. 2 rote Würfel, das sind die besten Würfel, die es gibt im Spiel. Ich kriege eine Miniatur mehr, ich kriege also einen Lebenspunkt weiter ran. Die Waffe hat Wucht 1. Ja, kann man, also stark, ne? Also 24 Punkte ist natürlich nicht billig, doppelt so teuer, also es ist mehr als doppelt so teuer als ein normaler Truppler. Genau, dafür aber wie gesagt 2 rote Würfel, die man auf Reichweite 4 abschießen kann und mit Wucht 1, sodass das auch gegen Fahrzeuge gefährlich werden könnte, weil diese Sonderregel Wucht 1 zählt dann für den gesamten Combat Pool, den man da zusammenfügt. Das heißt, wenn man mit dem hier und den 4 Stormtroopern drauf schießt, hat man 4 weiße Würfel, 2 rote auf Reichweite 3 zum Beispiel, und wo man dann einen beliebigen Würfel, der ein Treffersymbol hatte, in einen Crit umlegen kann. Mhm. Und diese Fähigkeit wirkt sich aber auch auf die Sonderwaffe aus. Ne? Genau, das hat ja jeder Stormtrooper. Es trägt ein Stormtrooper diese Sonderwaffe. Das heißt, auch dieser Stormtrooper mit der Sonderwaffe hat natürlich die Fähigkeit, dass er ein Machtsymbol in einen Treffer legen kann. Mhm. Alternativ gibt es den HH-12 Sturmtruppler mit diesem Raketenwerfer auf dem Rücken, Bazooka-Typ. Die hat 3 schwarze Würfel, was rein theoretisch weniger Output ist als der 2 rote. Aber hat Wucht 3. Das heißt, gegen Fahrzeuge kann ich alle 3 könnte ich umwandeln, wenn ich möchte. Genau. Aber sperrig. Sperrig bedeutet? Du kannst dich nicht bewegen und damit schießen. Das ist ein großes Manko. Zweites großes Manko ist, die Waffe wird getappt, wenn sie abgefeuert wird. Das heißt, man muss sie wieder ready machen. Und auch drittes Manko auf Reichweite 1 nicht zu gebrauchen, wie man ja auch sieht. Genau. Viertes Manko, nochmal 10 Punkte teuer. Überlegen wir uns doch erstmal so, ja, getappt kann ich ja nächste Runde, ich habe ja mal 2 Aktionen. Ist meiner Meinung nach richtig schlimm. Also ich kann nach Runde 1, wenn ich nicht irgendwie eine Kartenmöglichkeit finde, niemals gezielt schießen. Genau. Zweitens, ich habe einen Niederhaltenmarker drauf. Ich kann nicht mehr schießen. Mit der schweren Waffe, mit den normalen Waffen. Genau, ich muss dann nachladen. Also das heißt, ich schieße mit dem gar nicht. Ja, wie ist denn das überhaupt? Ich habe nur eine Aktion mit meinem Trupp. Und ich möchte diese Waffe nachladen. Kann die anderen Leute schießen? Kann der ganze Trupp nicht schießen. Genau, der ganze Trupp kann nicht schießen. Die Aktionen sind immer für den gesamten Trupp. Man kann halt nicht sagen, der Truppler macht das, der macht das. Ist der Kommandant der Einheit gibt die Befehle, der sagt, wir laden nach, dann wird diese Waffe nachgeladen. Was soll ich zu der Waffe sagen, was du eben nicht schon erwähnt hast? Ich persönlich finde sie viel zu teuer. 10 Punkte mehr, dafür einen schlechteren Output. Natürlich gegen Fahrzeuge ist sie besser. Gegen alles andere ist sie einfach viel, viel schlechter als der DLT-19. Die Reichweite ist gleich, nur dass der DLT-19 auf jeder Reichweite schießen kann. Ich muss den nicht ready machen, ich kann in der Bewegung schießen. Der Raketenwerfer ist wirklich nur zu empfehlen, wenn ihr wirklich glaubt, es werden viele Fahrzeuge mit selbst Fahrzeugen. Dann, wenn du dann Layer hast, die mal kurz alle 3 Leute beschießt, kriegst du... Ja, da hast du halt auch das Problem. Und wie gesagt, dass du dich nicht bewegen kannst, ist meiner Meinung nach das Schlimmste, weil du musst in irgendeiner Position bleiben und diese Position wirst du dann höchstwahrscheinlich nicht verlassen. Was natürlich noch geht, ist, du könntest dich bewegen, in Standby gehen. Und wenn dann ein Trupp in Reichweite kommt, kriegst du ja einen Attack auf den, da dürftest du das Ding sogar abschießen. Mhm. Aber darauf zu warten, und wenn man selber vorher einen Treffer irgendwie auf Reichweite 3 kassiert, Niederhaltmarker, dann ist der Standby-Marker weg. Ich persönlich kann diese Waffe nicht empfehlen. Nee, ich auch nicht. Ich hab, genau. Dann ist in der Grundbox, aber nicht in der Expansion, folgende, das Seafan-Rohr, das hatten wir schon mal bei Luke besprochen, können wir jetzt hier nochmal besprechen. Nicht drin, aber das ist ja so oft in der Grundbox drin, dass ich damit fast alle Trupps auch sowieso ausrüsten kann. Und nach deiner Kaufempfehlung 2 Grundboxen hast du sowieso unendlich von den Karten drin. Genau. Aber Zielfernrohr macht präzise 1. Jetzt sind sie doch schon präzise 1. Ist das kumulativ? Das ist kumulativ, das heißt, die erhalten präzise 2. Das heißt, die dürften dann 4 Würfel rerollen. In dem Angriff durch ein Ziel. Lohnt sich das? Ah, was soll ich dazu sagen? Also es ist wieder nur eine persönliche Sache von mir. Ich finde halt 6 Punkte dafür, dass man noch gezielt wirklich schießen muss und dann auch noch Treffer versauen muss. Natürlich mit weißen Würfeln versaut man mal öfter Treffer.
Aber weiße Würfe sind bei mir auch eher so, ja, ist ein nice have, die halt hinter der schweren Waffe nochmal hinterherkommen. 6 Punkte ist, wie gesagt, wieder ein halber Stormtrooper, ein halber Extra-Trooper, den man mehr bekommt. Ich weiß nicht, ich persönlich spiele es nicht. Ich setze da eher auf andere Ausrüstungsgegenstände. Okay. Dann kommen wir zu einer Granate, die in der Grundbox vorhanden ist. Das ist auch nicht in dem Expansion zu finden, diese Dings. Reichweite 1, schwarzer Würfel statt weißer Würfel. Und ignoriert Deckung. Genau, ignoriert Deckung. Ich finde Granaten persönlich bei Stormtrooper bringen sie nochmal doppelt was, weil einfach auf Reichweite 1 der weiße Würfel durch einen schwarzen ersetzt wird. Diese Ausrüstung zählt für jeden Trooper in dieser Einheit. Das heißt, wenn ich dann 5-Mann-Trupp habe, kann ich 5 schwarze Würfel würfeln, also 5 Granaten werfen. Mhm. Explosion bedeutet einfach, dass Deckung nicht mehr funktioniert. Man kann aber auch zum Beispiel, ich sag jetzt mal auf Reichweite 1, höchstwahrscheinlich wird man mit 4 oder 5 Troopern die Granate werfen, damit man 4 oder 5 schwarze Würfel hat, Deckung ignorieren und zum Beispiel den DLT-19 hinterher schießen. Mhm. Und alle diese Schüsse haben halt Deckung ignorieren. Auch der von DLT? Auch der von dem DLT. Solange diese Waffe dem Combat Pool hinzugefügt worden ist, man kann ja seine Angriffe zum Beispiel splitten, wenn man unterschiedliche Waffen hat. Das heißt, der DLT-19 dürfte ja auch auf ein anderes Ziel schießen. Solange er aber auf dasselbe Ziel schießt, werden diese Würfel ja gleichzeitig gewürfelt. Das ist ein Combat Pool. Das heißt, das zählt für den gesamten Combat Pool. Jetzt mal ich weiß nicht, ob du das weißt. Jetzt aber eine miese Frage. Combat Pool, generiere ich den auch, wenn ich nicht in der Reichweite bin? Nein. Das heißt, wenn ich, ne, ich schieße auf Reichweite 2 oder 3 mit meinem DLT und sage, ja, die werfen, aber die kommen halt nicht so weit, aber sind zu... Nein, du musst den Combat Pool, musst du in Reichweite sein und du musst auch gültig darauf schießen können und natürlich auch diese Waffe dann einsetzen. Macht auch Sinn, aber manchmal ist das ja so. So, jetzt kommen wir zu 2 neuen Ausrüstungsoptionen, die es nur, nee, das stimmt nicht, die es in diesem Expansion-Paket gibt. Das gibt es aber auch in den Rebellentruppler, in dem Snowtruppler, in den Fleet-Truppler. Also das heißt, das ist mal richtig geil an diesem Spiel. Wenn ich das so vergleiche mit Imperial Assault, ich habe irgendwie eine Karte, die ich gerne haben möchte, und die ist meinetwegen in einem Rebellentrupp drin, ich spiele aber nur Imperium. Muss ich mir einen Rebellentrupp holen, um die Karte? Das gibt es hier quasi nicht, denn ich habe diese Karten so oft, zumindest in 2 Expansions, die zu meiner Fraktion gehört. Irgendwas davon werde ich mir vielleicht sowieso holen. Und dadurch, dass ich es noch, also in den aktuellen Editionen, auf Deutsch und Englisch habe, habe ich es ja auch immer gleich 2-mal. Genau. Aber kommen wir dann mal zu, wir haben eine weitere Granate. Wir haben die Kontaktgranaten. Genau. Was können die denn? Die haben die gleiche Reichweite 1, auch einen schwarzen Würfel. Die ignorieren keine Deckung, die geben Wucht 1. Und da könnte man dann wahrscheinlich die gleiche Argumentation im Combat Pool, dann hat, ja, jetzt die Frage, habe ich dann Wucht 1 oder habe ich Wucht 5 oder 6, wenn ich so viele Truppler habe? Du hast Wucht 5 oder 6, je nachdem, wie viele dieser Truppler diese Granate werfen. Wenn du jetzt, wir nehmen jetzt mal einen vollen Trupp, 6 Mann, 5 Leute, ganz normal, ohne schwere Waffe, die werfen die Kontaktgranate, der DLT-19 kommt hinterher, das heißt, ich habe 5 schwarze Würfel, 2 rote und insgesamt habe ich dann sogar Wucht 6, weil der DLT natürlich auch nochmal Wucht 1 mitbringt. Das ist kumulativ. Mhm. Müssen natürlich wieder aufs selbe Ziel schießen, gleiche Voraussetzung können, in Reichweite sein, also ein gültiges Ziel haben. Ist eine sehr gute Karte gegen Fahrzeuge. Würde ich sogar eher empfehlen, für 5 Punkte pro Trupp sowas mitzunehmen, anstatt einen Raketenwerfer zum Beispiel auszurüsten. Ja, aber du musst halt ran, 1, ne? Du musst ran auf 1, das ist richtig, aber dafür bleibst du mobil auf Reichweite 1. Bei Stormtroopern wirkt diese Karte halt, wie gesagt, wieder doppelt, weil den weißen Würfel auch gleich nochmal durch einen schwarzen ersetzt, was natürlich die Trefferwahrscheinlichkeit auch nochmal stark erhöht. Mhm. Und ja, Trooper... sind halt Standardeinheiten hier, werden auch viele gespielt, braucht man für Missionsziele. Deswegen, also ich kann, wenn man gegen Fahrzeuge spielt, eher sowas empfehlen. Mhm. Okay, dann die letzte Ausrüstungskarte, das ist die Kletterhaken sind dabei. 3 Punkte, die Einheit erhält geübter Kletterer. Also, die können, wie war das noch? Die können halt auch für eine Aktion diese Schnellklettern. Normalerweise kostet Klettern ja 2 Aktionen, wenn man nicht würfeln möchte, ob eine Einheit stirbt. Es gibt auch das schnelle Klettern. Kostet dann 1 Aktion, muss man aber einen weißen Würfel würfeln. Bei jedem Schildsymbol und Machtsymbol stirbt da, glaube ich, einer. Ich weiß jetzt nicht, ob das Machtsymbol noch dabei ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Hiermit kannst du halt auch schnell klettern für eine Aktion, ohne dass dir was passieren kann.
ist halt eine sehr, sehr situationsabhängige Karte. Es muss natürlich Gelände auf dem Feld sein, wo sich Klettern lohnt. Es müssten eventuell Missionsziele oder irgendwie eine tolle Position drin sein, dass sich diese Karte lohnt. Mhm. Genau. Was ist mit Rebellen? Da vielleicht, aber kommen wir dann zu Rebellen. Da würde ich sagen, kommen wir beim nächsten. Genau. Das ist soweit das Expansion-Sturmtruppler. Beziehungsweise auch die Einheit. Gehen wir mal zu einem Endfazit. Ja, vielleicht zeigen wir nochmal die Pappmarker dazu. Die sind natürlich auch wieder alles einmal dabei, was die Einheit braucht. Das heißt einmal der Einheitenmarker. Wir haben vier Niederheitmarker. Wir haben einen Zielmarker. Wir haben einen Ausweichmarker. Und wir haben einen Standby-Marker. Das ist auch ein Niederheitmarker? Nee, stimmt. Das ist gar kein Niederheitmarker. Das ist der Wegrennmarker, der Panikmarker. Entschuldige bitte. Wir haben drei und ein. Okay, genau. Dann aber zum Endfazit, Sturmtruppler, Einheit an sich. Und dann zur Kaufsempfehlung, lohnt sich die Erweiterung. Also ich würde sagen, die Sturmtruppler als Rückgrat der Imperialen Armee ist irgendwie, das ist natürlich ein Must-Have. Man kann rein theoretisch seine Armee auch mit Snowtroopern bauen. Man kann seine Armee auch mit Snowtroopern bauen, ist halt auch eine Standardeinheit, kommen wir auch beim nächsten Mal. Genau, aber ich meine, wir kriegen in der Grundbox schon zwei. Wir kriegen, wenn wir zwei Grundboxen haben, vier. Es ist leichter, die sozusagen zu bekommen und günstiger zu bekommen, wenn man sowieso das Spiel hat, als die Snowtrooper. Und um das vielleicht vorwegzunehmen, so gut sind jetzt nicht die Snowtrooper, dass man sagt, ich spiele eine Armee nur aus Snowtroopern. Genau, also die sind nicht so, also die haben auch komplett andere schwere Waffen, aber das werden wir beim nächsten Mal. Genau, also Sturmtrooper brauche ich in der Armee. Drei Stück, also man braucht drei Standardeinheiten. Genau, könnte ich aber zwei und einen Snowtrooper spielen oder sowas. Aber vom Prinzip her, so, man nimmt die, sind einfach, ich finde sie auch einfach mega stark. Mit diesen roten Verteidigungswürfeln haben die Snowtrooper jetzt auch, aber. Ist das eine wirklich, wirklich solide Einheit? Die steht und die saved schon mal standardgemäß die Hälfte des Schadens ja, weg. Genau. Plus ich bin in Deckung oder ich mache einen Ausweichmarker. Also super stark. Und immer mit DLT, ne? Also ich würde sie immer mit DLT spielen. Wie gesagt, das ist eine Geschmackssache. Ich glaube, den Nachteil des Raketenwerfers haben wir eben. Genau, aber so wie man jetzt, du kannst sie auch komplett mit Vierertrupp spielen. Um irgendwo auch immer so ein Missionsziel zu parken. Ne? Ja, wenn man nochmal 45 Punkte hat oder sowas, kann man die natürlich auch gerne nehmen. Ich finde, Stormtrooper gehören für mich zu Star Wars dazu, deswegen habe ich die eigentlich immer dabei. Die Snowtrooper kann man auch spielen, sind auch ganz stark mit den Fähigkeiten, auch mit den schweren Waffen, kommen wir beim nächsten Mal dazu, aber ich persönlich mag sie halt nicht so gerne wie die Stormtrooper. Genau, aber von der Stärke sind die auch richtig stark. Also ich finde, die muss man einfach haben. Selbstverständlich, also alleine, was die einstecken können. Also ich meine, beim normalen Vier-Mann-Trupp-Durchschnitt brauchst du 8 Wunden, damit dieser Trupp nach Hause geht. Ne? Plus, ja, ohne Deckung. Ohne Deckung, also wenn die im Freien stehen. Also wenn die in Deckung sind, natürlich noch mehr. Aber das ist eine sehr solide Einheit. Genau. Kaufempfehlung. Braucht man das Expansion Pack, also brauche ich diese Erweiterung? Ja, schwer zu sagen. Wie gesagt, wenn man zweimal die Grundbox hat, was ich ja gesagt habe, hat man schon 4 Stormtrooper. Ich persönlich würde diese Erweiterung trotzdem empfehlen, wenn man je nachdem, was man spielt, Rebellen oder Imperium, alleine wegen den Granaten, die da noch drin sind. Ansonsten sind es, wie gesagt, bis auf die Kletterhaken, die ich persönlich sehr situationsabhängig finde, keine weiteren Karten drin, die man unbedingt benötigt. Es ist derselbe Trupp wie in der Grundbox. Da ist es einfach eine Sache, möchte ich Granaten spielen, möchte ich keine Granaten spielen. Ansonsten kriegt man halt auch die Trupps von der Grundbox, weil da so viele über den Laden gegangen sind bei eBay für 12 bis 14 Euro. Hm. Ja, genau, der Preis, ne? 26 Euro für eine Karte, das ist ja nicht so geil. Überlegung wäre halt, wenn ich halt ein Konzept spiele, wo ich 5 Truppler trupp, da bräuchte ich einen. Wenn ich ein Konzept spiele mit 3 Truppler, da ist ja auch die Überlegung, ob ich überhaupt eine zweite Grundbox brauche. Genau, das auch, da bräuchte man rein theoretisch gesehen keine zweite Grundbox. Und es sei denn, man spielt halt auch zweimal die Speederbikes, möchte man haben. Da würde ich halt immer noch die Grundbox vom Preis-Leistungs-Verhältnis empfehlen. Aber natürlich, es gibt halt, je nachdem, wie viel man spielen möchte. Es gibt Leute, die spielen 3, es gibt Leute, die spielen 6 Trupps. Ich glaube, das ist einfach eine Geschmackssache. Mhm. Genau, also würde ich sagen, bedingte Kaufsempfehlung, kommt auf das Konzept an. Für diese eine Karte lohnt sich das wahrscheinlich nicht. 26 Euro auszugeben, weil es die halt auch noch in anderen Truppen gibt. Und gut, wenn ich wirklich dieses Konzept, wenn ich ein Konzept mit den Bomben spielen möchte, dann entweder Snowtrooper oder die Trooper. Oder ich spiele auch noch den bei Rebellen, dann kriege ich die auch. Aber dann kriegst du die auch, aber vom Prinzip her. Man wird auch höchstwahrscheinlich
auch an die englischen Karten gibt es ja auch im Forum Trades oder Anfragen oder sowas, auch bei eBay, wo dann, es gibt halt Leute, die sammeln das dann komplett in Deutsch, braucht die englischen Karten gar nicht, da kann man auch mal was ergattern. Wenn man es wirklich nur wegen den Granaten holen würde, würde ich erstmal eBay oder sowas empfehlen oder halt im Freundeskreis beziehungsweise im Club oder sowas, wenn man im Club ist, anfragen, ob da nicht einer die englischen Karten loswerden möchte. Gut, also bedingte Kaufempfehlung. Ich habe sie mir geholt, weil ich gerne 5 Truppler spielen will. Genau. Vielleicht noch einen kleinen Zusatz. Du sagtest, ja, wir sind glücklich, dass wir jetzt noch Englisch-Deutsch haben. Genau. Was hat denn Fantasy Flight bzw. Asmodee für einen Humbug verzapft? Ja, wir kriegen jetzt die zweite, also es wird immer noch in Deutsch selbstverständlich drin sein. Natürlich bekommen wir jetzt leider Italienisch. Also für die Leute, die Italienisch können, ist das natürlich kein Unterschied. Für mich ist es ein großer Unterschied, da ich kein Italienisch kann, dafür Englisch. Mhm. Ich fand es vorher einfach top mit deutschen und englischen Karten. Man konnte einfach nachgucken, wie gesagt, wenn man Druckfehler auf der deutschen war, Übersetzungsfehler, man hatte die englischen dazu, da gab es keine langen Diskussionen oder sowas. Mhm. Auch für internationale Turniere wäre das halt immer super gewesen mit Italienisch. Ich bin da nicht so begeistert von, ist halt eine Sache von Fantasy Flight, ist wohl eine Produktionssache. Ich befürchte nur, dass dadurch auch der Release sich für die deutschen Sachen verzögern wird, was man auch schon bei den wichtigen Missionszielen gesehen hat. Die sind in Deutsch später rausgekommen als im Englischen. Und ich müsste jetzt lügen, ich glaube, auch die nächste Erweiterung mit Han Solo wird in Deutsch sich verzögern. Ja. Na gut, das wollte nur noch kurz alles an. So, ich hoffe auch hier wieder haben wir euch ein bisschen Einblick über nicht nur die Einheit an sich, sondern auch über das Expansion, diese Erweiterung bringen können. Und ja, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis bald. Bis dann.